5, 6, 7, 8. And touch, and push, and touch, and push. And shower to the left, and shower to the right. Na 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 na. Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Schön, dass du wieder reinschaust und mit mir zusammen ein paar schöne Minuten verbringen möchtest. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit die letzten Wochen, viel schöne Strickzeit und generell, dass es dir gut gegangen ist. Ich begrüße alle, die neu dazukommen. Für jeden, der mir ein Abo dalässt, bedanke ich mich nochmal extra herzlich. Und für jeden so lieben Kommentar, die ihr da unter diese Videos schreibt, die freuen mich immer sehr. Herzlichen Dank dafür. Ich versuche auch immer, möglichst viele zu beantworten und wenn ihr mir Fragen stellt, euch auch Antwort zu geben. Ja, ich habe wieder die letzten 2 Wochen fleißig gestrickt. Ich habe an 2, 3 Socken gestrickt. Der Rundpassen-Pullover ist fertig geworden. Und da kann ich noch eine kleine Anleitung dazu geben. Und also nur eine grobe kleine Anleitung, keine ausführliche. Das würde den Rahmen etwas sprengen. Und ich habe ein bisschen gefärbte Wolle habe ich noch. Und wir lassen uns einfach überraschen, was sonst noch mir noch so einfällt. Genau. Also erstmal nochmal herzlichen Dank für alle, die mich auf ihre Art unterstützen. Sei es mit einem Daumen hoch, mit einem Abo oder mit allem, mit einem schönen Kommentar. Herzlichen Dank und ich freue mich über jeden weiteren. Vielen Dank. So, ich habe auch noch Geschenke bekommen. Da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Und ja, nun würde ich aber erstmal anfangen mit Socken. Was habe ich denn so gestrickt? Ich hatte Socken auf die Nadel oder ich habe sie immer noch, denn fertig ist keine geworden, fertig habe ich keine. Dafür habe ich 3 Stück auf der Nadel. Das ist eher ungewöhnlich für mich. Normalerweise stricke ich immer nur ein paar Socken und dann das nächste. Also ich versuche auch streng mit mir zu sein normalerweise und sage, nein, Sonja, erst das eine Paar Socken und dann das andere. Aber diesmal war ich ein bisschen scheinbar Larifari mit mir, keine Ahnung. Diesmal habe ich aktuell 3 Paar Socken auf den Nadeln. Aber da muss ich jetzt aber auch schauen, dass ich fertig werde. Warum 3 Paar? Ich habe gefärbt und wollte wissen, wie die Färbung zur Geltung kommt. Das ist oft ein großer Antrieb. Beim Färben werde ich einfach neugierig, wie das entsteht, gerade wenn es eine neue Farbe ist, die ich so noch nicht hatte. Oder eine Art und Weise streift sich, wie ich es mir denke, zum Beispiel, wenn ich Sockengarn färbe oder nicht. Und ja, das ist schon mal ein Grund, warum ich so viel Socken gerade auf den Nadeln habe. Und damit fange ich jetzt einfach auch mal an, und zwar am besten chronologisch. Ich habe hier, holen wir es mal raus aus meinem Täschchen. Aus diesem Sockset hier, das habe ich aktuell im Shop, nennt sich Blütenzart. Das ist Sockenwolle mit, da brauche ich wieder die Brille. Das ist meine Socksoft Qualität 75 Superwash Merino und 25% Nylon. Hat 425 Meter Lauflänge. Ich stricke es mit 2,5er Nadeln. So. Auf diesen Holznadeln hier, genau, die habe ich sehr gern. Das ist jetzt die 2. Socke. Die 1. zeige ich euch gleich. Ich habe hier einmal mit einem doppelten Bündchen begonnen hier und habe so ein Mäusezähnchenrand gemacht. Innen ist es
hell. Innen habe ich ein kleines Bündchen gestrickt, damit es schön sich zusammenzieht und außen dann glatt. Und damit ist so einen grauen Streifen abgesetzt. Und hier ist so ein kleines Vereilmuster rein. Vor dem Vereil habe ich auf 70 Maschen zugenommen. Ich habe 60 Maschen angeschlagen und hier habe ich auf 70 Maschen zugenommen. Strickst mit der gleichen Nadel dafür weiter. Und nach dem Vereilmuster habe ich das wieder abgenommen. Jetzt habe ich wieder 60 Maschen auf der Nadel. Und nach diesem Vereil wollte ich ein Lochmuster stricken. Und da habe ich mir auch eins ausgesucht im Pinterest irgendwo. Also das hat keinen Namen und kann es auch nicht besser beschreiben. Es ist so eine Art Blütenmuster oder keine Ahnung, wie man es nennt. Sehe ich auch gerade, ich habe meine Sockenbretter vergessen. Ich glaube, ich hole mal eben das Sockenbrett, da lässt sich die Socke schöner zeigen. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier meine guten Sockenbretter geholt. Jetzt mache ich mal die Socke da drauf, dann kann man das schöner sehen, hoffe ich doch. So, und zwar ist das hier die Socke. Also hier oben eben das Bündchen von gerade eben, dieses Vereilmuster und danach kommt dieses Lochmuster. Da habe ich noch zweimal bin ich da mit dem Muster rum, bevor ich mit der Ferse begonnen habe. Da habe ich so eine eine Herzchenferse habe ich gemacht, Heidi Bimba. Eine Herzchenferse, genau. Und die Spitze wieder grau. Größe 42. Genau. Und das ist eben die erste Socke und das ist die zweite. Also arg lang dauert es nicht mehr, dann ist das Pärchen fertig. Finde ich sehr schön. So eine helle Färbung, so eine sehr blumige Färbung habe ich noch nicht gehabt und darum wollte ich eben wissen, wie die als Socke rauskommt. Und ich finde sie recht hübsch. Sie ist gelb und hat so ein ganz zartes Rosé dabei. Eben wie so ganz zarte Rosenblüten mit so einem gelben Stempel sozusagen. So in die Richtung geht es. Ja. Genau, das sind meine Socken Nummer 1. Dann, so sieht das Garn gewickelt aus, aber jetzt ist der Bobbel nicht mehr schön, weil ich stricke ja schon ein Weilchen dran. So, dann habe ich Socken Nummer 2 und da ist die Färbung so ähnlich. Irgendwie bin ich scheinbar gerade ein bisschen zart blumig unterwegs, was mich gerade anspricht und eben ich wollte eben wissen, wie die Färbung rauskommt und auch wie sich das Garn hier verstrickt. Das hier ist ein Achtung Brille Blueface Lester Sock, also das ist 75% Superwash Blueface Lester Wool und 25% Nylon. Hat auch 425 Meter Lauflänge auf 100 Gramm. Und da habe ich den Frühlingsboten mitgenommen, so nenne ich diese Färbung, weil das so nach den ersten Frühlingsblumen aussieht, eben nach den ersten Kroken oder nach den gelben Blümchen, die irgendwo rauskommen. Einfach so zart blumige Töne, ein paar Sprenkelchen hier und da. Genau. Und da habe ich gedacht, da möchte ich mal wissen, wie das so als Socke rauskommt. Und habe hier meinen schönen Knäuel, der jetzt auch schon ein bisschen ledierter ist. Weil auch da habe ich schon eine Socke fertig. Diesmal Toe-Up gestrickt. Ich stricke dieses Mal diese Socke mit recht wenig Muster. Irgendwie durch die Färbung fand ich es ohne Muster schöner. Jetzt mache ich es mal auf ein Sockenbrett, damit ihr auch wisst, von was ich erzähle. Ja. Also ich habe es Toe-Up begonnen. Ja. Ich habe hier an der Spitze begonnen, habe wie eine Art Bändchenspitze, aber dafür halt zugenommen und jetzt streift sich dieses Garn hübsch, finde ich. Also das gefällt mir gut, das hat nur so zarte Streifen, das fand ich recht schön. Genau. Worum sich das hier so ein bisschen shoppt und das ist das, was
Ja, da habe ich eine neue Variante ausprobiert, die Socke zu stricken. Ich zeige es gleich mal hinten, hat es an der Ferse noch so ein Vereinmuster. Ja, ist jetzt nicht meine beste Erfindung, die ich hier hatte bei den Sockenmustern, aber ich werde es trotzdem anziehen. Ich habe halt immer Ideen und dann probiere ich es aus und mal wird es richtig toll und mal, ja, geht so. Also vom Muster her, also das Muster hinten an der Ferse finde ich schön. Aber kommt hier in der Wolle nicht so gut zur Geltung. Dann habe ich hier diese Socke mit einer rein Zu- und Abnahme gestrickt von vorne her. Das heißt, ich habe hier irgendwo begonnen und habe hier regelmäßig zugenommen und hier ab der Ferse wieder. Also hier habe ich in jeder zweiten Reihe eine Masche zugenommen und ab hier bei der Abnahme in jeder Reihe eine Masche abgenommen. Und das funktioniert schon. Es bildet auch eine vernünftige, ja, schon eine Ferse, sag ich mal. Aber hier vorne hat man irgendwie zu viel Stoff. Irgendwie ist halt die Biegung doch zu wenig dort hinten für meinen Geschmack. Und dann habe ich dann versucht, das ein bisschen aufzufangen, was schon geht, indem ich hier vorne halt dann drei Maschen links und drei Reihen links und drei Reihen rechts stricke, damit es hier sich so ein bisschen rafft. Hilft schon ein bisschen, dass jetzt die Socke nicht, die würde ohne das, wäre die so. Die wäre vorne viel höher als wie hinten und das finde ich nicht schön und das fängt jetzt so ein bisschen auf. Aber beim Anziehen hier ist immer noch so ein bisschen viel Stoff hier. Also diese Socke werde ich so nicht nochmal stricken. Aber ab und zu möchte ich halt eine andere Variante ausprobieren. Ja, sieht jetzt deswegen auch so ein bisschen klobig aus, finde ich. Also sieht jetzt nicht gerade so, tja, ist nicht die schönste Sockenform der Welt. Aber gut. Test ist es und das Garn selber gefällt mir gut. Ist jetzt noch nicht gewaschen oder irgendwas. Die Färbung finde ich schön. Die ist feminin, frühlingshaft. Ja, und streifelt schön. Also, damit bin ich zufrieden mit der Art und Weise nicht so sehr. Aber gut. Und die zweite Socke ist jetzt soweit. Da habe ich die Spitze und jetzt geht's los mit den Zunahmen. Genau. Die habe ich gestrickt aus dem Frühlingsboten hier, aktuell im Shop zu finden. Nochmal, damit man sieht hier. So sieht es im Strang aus und so gestrickt. Der Frühlingsbote. Genau. Muss gleich mal wieder weg. So. Dann habe ich ja, ich habe noch ein paar Socken. Und da kann ich ein bisschen mehr noch sagen. Die Nadel gehört da noch rein. So. Und zwar sind es grüne Socken. Die Elli von Verstrickt und Zugenäht habe ich vergangene Tage mal angeschaut und dann ging es um den Valentinsanstrick, eine grüne Socke für den Verein, grüne Socke, wo es ja darum geht, dass Frauen, wenn sie an Unterleibskrebs erkrankt sind, dass sie eben dann eine Socke geschenkt bekommen als Mutmacher, als Wärmer, als Trostgeber, als Zeichen des Mitgefühls vielleicht auch. Die Idee fand ich letztes Jahr auch schon schön. Und ich habe es gehört und dann ist mir es wieder eingefallen und habe gedacht, ja, da mache ich dieses Jahr auch wieder eine Socke. Und von der Melanie Mielinger gab es eine Anleitung und mit so schönen Tropfen. Und die habe ich mir runtergeladen und begonnen zu stricken. Ich hole es auch mal her. So, stricken tue ich das mit der Hightwist. Hightwist Frühlingsmittag. Die passt ja perfekt, weil sie richtig schön grün ist. Genau, und ich mag eh, die Hightwist ist einer meiner Lieblingsgarne, weil die so schön griffig ist und mit der kann man im Prinzip alles stricken, was man möchte, meine ich immer. Genau, so ist der hübsche Bobbel.
Und ich habe begonnen mit der Socke und bin gerade so weit. Also ich habe die Fersenwand und hier die Herzchenferse sozusagen. Und jetzt geht es darum, dass ich hier wieder, naja, die Maschen wieder aufnehme. So. Dass ich hier jetzt dann wieder die Maschen aufnehme und eben wieder zur Runde schließe und den Fuß nach vorn stricke. Hier sieht man schon das schöne Muster. Da bilden sich so Tropfen, nenne ich es mal, oder kleine Blätter, könnte man auch sagen, die den Fuß runtergehen. Ich habe es ein bisschen kürzer gemacht hier in der Anleitung, da wäre es noch ein bisschen länger gewesen, aber ich persönlich mag jetzt nicht so gern lange Schäfte und ja, darum habe ich es jetzt hier auch nicht gemacht. Ich stricke die Socke so, wie sie ich auch gern tragen würde, auch in meiner Größe 42, weil es gibt ja auch andere Frauen, die diese Größe haben. Also es gefällt mir richtig gut und ich glaube, ich stricke mir die auf jeden Fall mit der Wolle auch noch mal, weil das Grün trifft. Also im Strang meine ich ja immer, ist so ein bisschen, ja, ist jetzt keine spektakuläre Färbung. Sie ist schon schön vielseitige Grüntöne nah beieinander, aber es ist natürlich nicht so wie jetzt hier sowas, ne? Wo so viel Lebendigkeit drin ist und so. Aber für diese Socke finde ich das richtig, richtig super. Oder auch ein Pullover könnte ich mir richtig gut damit vorstellen. Oder eine Jacke. Also ein richtig schöner Grünton, finde ich. Und eben sind trotzdem Speckles drin. Also es passiert was beim Stricken. Es ist vielseitig. Aber im Gesamten hat sie trotzdem eher eine ruhige Anmutung. Obwohl sie eigentlich, ja, vieltönig ist in ihrem Grün. So. Also gefällt mir echt gut. Und eben das wird jetzt die grüne Socke für diesen Eierstück, also eher für diese Aktion grüne Socke. Genau. Da habe ich dann, genau, ah ja, weil das zum Thema war, eben diese grüne Socke, fiel mir ein, Moment mal, ich habe doch, oh, mir kitzelt gerade die Nase, jetzt hat, ich habe letztes Jahr noch grüne Socken gestrickt und zur Seite gelegt und dann nicht mehr weggeschickt, weil irgendwann habe ich einfach vergessen, dass ich die habe. Und gerade eben habe ich nachgeschaut und tatsächlich liegen da noch drei Paar Socken, die ich für die grünen Sockenaktion gestrickt habe. Also, ja, ich zeige sie mal, aber ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Garn ich das alles gestrickt habe und wie genau. Müsste ich jetzt auch gerade gucken, wenn ich es jetzt gerade wieder in die Hand nehme. Auf jeden Fall. Das ist mal eine, so ein kleines Verlaufsgarn. Aber woher, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall so ein Bündchen hier und dann geht es über in so ein Lochmuster auf dem Fußrücken. Genau, das ist so, ihr seht es ein bisschen blauer, es ist ein bisschen grüner bei mir. Genau. Also ein schönes dunkles Tannengrün eigentlich, würde ich sagen. Das ist ja das eine Paar. Dann habe ich hier wilde Glitzersocken. Also, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber die haben so ein Sparkel drin, so ein Glitzer. Ja, doch, so ein bisschen sieht man es schon. Genau, und auch da, also ich für mich mag das auch gern, wenn am Fußrücken so ein Muster ist. Und ja, die gehören auch zu dieser Aktion. Und dann habe ich noch ein paar Socken. Da muss ich mir überlegen, ob das noch als grün gilt oder ob das schon zu blau ist. Ich sehe gerade, das ist schon länger. Das ist gar nicht dafür. Aha, das ist keine 42. Das ist, glaube ich, eher eine 47. Ich glaube, die habe ich für meinen Schwiegersohn gestrickt und vergessen, ihn zu geben. Na dann, freut er sich auch. Ich dachte, die ist gar nicht so richtig grün. Die ist ja wirklich blau. Drum ist die auch. Ah, die hat auch ein schlichtes Muster, deswegen. Das ist so drei. Drei Maschen rechts und dazwischen eine Masche links in einer Reihe und in der nächsten Reihe rechts, dass also so eine hier so ein Perle entsteht. So ein ganz leichtes Strukturmuster.
Ah, okay. Also ich habe ein paar Socken für meinen Schwiegersohn gefunden wieder, sozusagen. Ich wusste ich gar nicht mehr. Das ist doch mal gut, dass man nochmal in den Schrank guckt, wo man die Sachen lagert. Genau. Und eben hier diese beiden, na, diese beiden für die Aktion Grüne Socke plus die, die ich gerade stricke. Und dann werde ich ein Päckchen mit drei Paar Socken verschicken können. Genau. So viel dazu. Jetzt drücke ich mal auf Stopp und organisiere mich hier wieder. So, als nächstes zeige ich euch, wie weit ich an dem Tuch bin, das ich beim letzten Video hinten dran mal fix angefangen habe. Stricken tue ich das aus der Merino Kaschmir. Einmal die Hyazinthe, da habe ich noch einen Strang für mich. Und von dem anderen Strang habe ich keinen, also von dem anderen, von der anderen Färbung habe ich keinen Strang mehr. Da habe ich nur noch dieses Knäuel. Ja, das lässt sich jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut zeigen, weil das ja auf einer kurzen Nadel ist. Aber so ein bisschen kann ich es euch schon zeigen. Also begonnen habe ich es ja hier. So, das habt ihr gesehen. Ungefähr so viel, wie ihr jetzt in der Kamera seht, habe ich in etwa beim letzten Video mit euch zusammen gestrickt. So. Blendet die Brille immer so. Genau, und dann habe ich die ganze Zeit lang nur mit diesem Blaugrau gestrickt. Und dann habe ich nach, naja, ganz grob, nach 25 bis 30 Zentimetern, also nach dem Stück hier, habe ich angefangen, langsam dieses Grün mit einzufaden. Also so alle paar Reihen, wie es mir in den Strumpf kam, habe ich dann mit dieser Hyazinthe-Färbung eingefadet. Das habe ich recht lang so gemacht und jetzt bin ich in dem Bereich, wo ich einmal eine Reihe mit der blauen Färbung, sage ich mal, und einmal mit der Hyazinthen-Färbung das mache. Und jetzt mischen sich die Blümchen so richtig schön. Und das mache ich jetzt noch länger, bis sozusagen das hier aufgebraucht ist oder annähernd aufgebraucht ist, dann stricke ich nur noch mit der Hyazinthe weiter. Die Idee ist, dass es so ein bisschen so entsteht, als wäre das so ein Teich mit blauen Blumen, der übergeht in eine Blumenwiese, so von der groben Idee her. Und ja, also leider rüscht sich's ja jetzt unten, weil es wird so ein halbrundes Tuch und es schützt schlecht so zu zeigen, aber so ein bisschen habt ihr schon mal einen Eindruck, wie sich die Blümchen so langsam reinmischen, wie sich das überhaupt so mischt und das ein Bild ergibt. Ja. Ja, ich hätte es vielleicht auch eine lange Nadel ziehen sollen, aber da ist man halt auch zu faul dazu, gell? Aber so bleibt auch eine Überraschung, wenn das Tuch mal fertig ist, wie es dann wohl aussieht. Also ich habe jetzt vor, eben ins Grün komplett überzugehen, so nach und dann noch an das Tuch, dass da so ein grüner Streifen entsteht von dieser Hyazinthe, also so grün-grau ist die ja mit diesen lila Blüten. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mir noch so ein helles Grau eventuell nochmal mische, wie jetzt hier, so den hellen Grauton, Unifarben unten dann nochmal als Borte setzt oder einen schönen Grünton, der könnte mir auch gut gefallen wahrscheinlich. Also auf jeden Fall etwas ganz Ruhiges nochmal als Abschlusskante. Weil das ist hier jetzt sehr malerisch und hat auch eine gewisse, ja, ist halt sehr lebendig, sage ich mal. Und noch eine ruhige Phase, also noch ein ruhiger Abschnitt, tut dem Ganzen gut und rahmt es ein und fängt es dann optisch ein. Und das finde ich sehr schön. Also sieht man schon ein bisschen, wie das Bild sozusagen entsteht. Also ich finde, man hat hier schön Wasserassoziationen hier. Also schöne Wasserfläche sozusagen. Und hier geht es jetzt über in die Blümchen. Und dann, wenn man sich eben vorstellt, da kommt jetzt ungefähr so viel so ein grün-lila Streifen hin. Das ist dann der Blütenrand oder der Wiesenrand vom Teich sozusagen. Ja, also da bin ich schon gespannt.
wie es weitergeht. Also wie es sich entwickelt, sagen wir. Wie es weitergeht, weiß ich ja, aber wie sich es optisch weiterhin entwickelt. Da bin ich schon sehr gespannt. Das Garn ist wunderbar. Das ist eben hier das Merino Kaschmir. Also das wird als Tuch ein tolles Tuch werden. Und von den Farben her wunderbar frühlingshaft. Also das werde ich bestimmt schön tragen können. Hier also auch jetzt. Ich habe gern so einfarbige Oberteile. Also das würde wunderbar eben zu diesem Tag passen. Ach, das passt zu wahnsinnig vielen Sachen. Zu grauen Kleidungsstücken, zu einer Jeansjacke. Also das, ich glaube, das trage ich jetzt im Frühjahr richtig gern und viel. Dieselbe Färbung habe ich gerade nicht im Shop, aber eine ähnliche könnte ich nochmal machen. Werde ich auch machen, eine ähnliche. Ganz gleich wird es nicht, aber sehr nah dran, das schon, genau. Soweit zu diesem Tuch. Also da freue ich mich schon richtig drauf, da. Wenn ich es jetzt so wieder sehe, gerade auch wenn ich es in die Kamera halte, denke, oh ja, könnte ich es doch morgen schon anziehen. So, das war das. Jetzt mache ich nochmal kurz Stopp und dann sehe ich euch gleich wieder. Ihr seht mich eh sofort wieder. So, tada, da bin ich wieder. Der rundpassende Pullover ist soweit fertig, wie ihr seht, mit kurzen Armen, weil ich den hier gern drüber ziehen möchte. Ich habe hier... So könnt ihr ein bisschen sehen. Der ist hier schmal und geht hier so ein bisschen raus, an meine Figur angepasst. Er ist nicht sehr lang, weil ich trage gern so, ja, so enge, also ja, enge auch nicht, aber so Kleider einfach. Und da ist der perfekt für oben drüber. Also, ups, ja. So ist der nun geworden. Den finde ich sehr schön. Aber es gibt ein Aber, denn ich habe ja hier schön die Minis benutzt. Ich ziehe mal wieder aus eben, weil sonst wird es mir jetzt gerade zu warm mit den ganzen Lichtern. Ich habe die Minis von Katinchen Yarn benutzt. Eine wirklich sehr schöne Mini, ja, wie sagt man, ein kleines Miniset. Was mir sehr gut gefällt von den Farben her. Und ich wollte auch alle verstricken. Und schon wie ich gestrickt habe, dachte ich mir manchmal, naja, das Dunkle hier, hoffentlich färbt es nicht aus. Und ich war mir eigentlich fast sicher, dass das ausbluten könnte. Weil die ganz dunklen Grüntöne, die bluten eigentlich immer ein bisschen aus. Genauso wie die viele Rottöne. Ich weiß es ja eigentlich. Dachte mir dann, ach egal, ich möchte trotzdem, weil ich fand den dunklen Streifen auch schön im Kontrast hierzu und wollte alle Minis da drin vereint haben und habe nicht auf meine innere Stimme gehört und dachte mir, es gibt ja auch so Farbfangtücher, wenn ich es dann wasche, dann tue ich Farbfangtücher mit rein. Habe ich mir fast vorgenommen und habe dann einfach weiter gestrickt, weil ich dachte, das mache ich dann eben so. Ja, jetzt habe ich eben die letzten Tage hier den Pullover fertig gestrickt und dann habe ich erst längere Ärmel dran gehabt und das war mir dann, hat mir dann nicht gefallen, dann habe ich die wieder auftrennt und habe sie wieder kürzer gemacht und dann dachte ich mir so, jetzt möchte ich ja die Tage wieder ein Video aufnehmen, da sollte der gewaschen sein, damit er schön fällt und eben, ja, ich ihn euch zeigen kann richtig und dann habe ich ihn gewaschen und habe nicht an irgendwelche Farbfangtücher gedacht. Habe ihn schön sanft ins warme Wasser gelegt mit Wollwaschbad und da lag er dann drin und dann kam er wieder raus und dann hat er natürlich gefärbt und da ja hier die das weiße Garn eben nicht gefärbt ist, ist es hungrig nach Farbe, sage ich mal, und ja, man sieht schon hier, wie es eben ausblutet, da wo die Streifen auf der anderen Wolle lagen, hat es die Farbe angenommen. Hier ist ein richtiger Streifen drin. Hier unterm Arm auch. Ja, hier auch unterm Arm. Beidseitig unterm Arm. Sieht ja aus, als würde man unterm Arm schimmeln. Ja, naja. Das ist die Rückseite. Das ist die Vorderseite. Ja, kann man ja auch, das geht ja auch nicht mehr raus. Es ist jetzt eben so. Jetzt kann ich mir sagen, okay, egal, jetzt wird es ein Gammelpullover für daheim rum. Aber dafür finde ich ihn eigentlich auch irgendwie noch ein bisschen zu schade.
Vermutlich werde ich ihn überfärben. Was natürlich dann die Folge hat, dass diese Färbungen vom Katinchenjahren ja so nicht mehr zur Geltung kommen. Wenn ich da jetzt mit Grün drüber färbe, was das Sinnvollste sein wird, weil ja Grün schon überall vorkommt, dann wird sich das Rosé mit dem Grün mischen und dann wird es einen Grünton ergeben. Also es wird schon Streifen haben, aber es wird verschiedene grüne Grüntöne haben. Ja, aber dann könnte er wieder richtig gut aussehen, wenn mir das gut gelingt. Läuft unter Experiment dann eben, ne? Aber ich glaube, ich werde das ausprobieren und dann sage ich es euch wieder, ja, ob es funktioniert hat oder nicht. Jetzt hat mich noch jemand gefragt von euch, sie habe die gleiche Größe in etwa wie ich, ob ich nicht noch ein bisschen sagen kann, wie ich den gestrickt habe oder wie viel ich Maschen ich angeschlagen habe für die Rundpasse und so weiter. Und ich habe das so ein bisschen notiert. Und zwar, machen wir es mit Brille hier. Also für jeden, den es interessiert, ich habe das mit doppelten Faden gestrickt, also doppelfädig. Ich habe immer zwei Fäden auflaufen lassen. Ich habe mit Nadelstärke 5 gestrickt. Man kann es also mit 5 oder 5,5 Nadeln stricken. Ich habe hier am Hals 100 Maschen angeschlagen in diesem Fall. Und habe einen Rapport mir errechnet, der sich 25 Mal wiederholt. Ein Rapport ist ja wie so in dem Fall wie ein Kuchenstückchen. Dieses Kuchenstückchen brauche ich für meine Größe 25 Mal. Und ich habe begonnen mit 4 Maschen. Also 4 Maschen mal 25 sind 100 Maschen. Genau. Also wenn jemand in meiner Größe das nachstricken wollte, schlägt man hier 100 Maschen an und braucht 25 Mal den Rapport. Ich habe dann das erste Mal in der 6. Reihe zugenommen, das zweite Mal nach 7 Reihen, das dritte Mal nach 8 Reihen, das vierte Mal nach 9 Reihen, dann nach 10, nach 11, nach 12, insgesamt 7 Mal für die Rundpasse und habe das gesteigert. Also hier erst nach 6, dann nach 7, dann nach 8, sodass der Abstand größer wird, mit dem Ziel, die Schulter ja hier nachzuformen, weil man geht ja erst steiler raus hier, also muss ich bis zur Schulterspitze sozusagen erstmal schneller zunehmen und ab da kann man langsamer zunehmen und sozusagen der Durchschnitt davon ist halt, dass ich so erst nach 6, dann 7 Reihen dazwischen, dann 8 Reihen dazwischen, dann 9 und so weiter. Das ist so die grobe Einteilung. Dann halte ich mich aber nicht sklavisch dran, wenn im Muster es sich sinnvoll ergibt, wie jetzt zum Beispiel hier dazwischen habe ich ja so ein Loch rein Muster. Dann nehme ich natürlich einfach hier zu und verschiebe einfach die Reihe. Das mache ich dann schon auch mal. Ach, so genau geht es dann auch wieder nicht. Aber so im Groben ist das die Einteilung, wie ich für die Rundpasse zunehme. Ich habe es mal aufgeschrieben für diejenigen, die es nachmachen möchte oder so. Kann man ja einen Screenshot machen. Oh, da müsstet ihr es wahrscheinlich auch umdrehen wahrscheinlich. Ich mache es mal so hin. Naja, vielleicht mache ich besser nachher ein Foto und hänge es ran. Und falls jemand das übernehmen möchte, kann er ja das dann angucken. Genau. Ja, dann habe ich eben die Rundpasse, das waren 63 Runden bei mir, dann war die Rundpasse beendet. Dann habe ich jeweils 14 Maschen, 12 oder 14 Maschen unter den Armen zugenommen. Weil hier unten muss man ja ein bisschen zunehmen, damit man hier ums Eck kommt sozusagen. Genau, und für meine Größe, also Größe 52, passt es wunderbar. Also er ist ja eher figurbetont geschnitten bei mir. Wollte man mehr Weite, also wenn das alles lockerer sein sollte, müsste man natürlich mehr Maschen anschlagen. Aber wenn man es genauso nacharbeiten möchte, man sieht ja, der macht hier ne, so eine schöne, die schöne Schulter bildet er nach. Also das finde ich, das macht er richtig gut. Und hier endet die Rundpasse und so weiter. Und nach unten hin, da ja ich eben, habe zwar hier unter der Brust, da ist es ein bisschen schmaler, aber an der Hüfte ist dann wieder breiter. Also mache ich natürlich dann auch mein Gestrick in dieser Form.
und das passt mir richtig gut. Also von der Passform her ist mir der richtig gut gelungen für meine Figur. Nur, ja, irgendwas ist ja irgendwie immer, glaube ich. Genau. Also da habe ich es auch noch ein bisschen aufgemalt. Aber ja, wird jetzt nicht viel bringen. Ich glaube, ich mache Fotos und hänge die hinten an, wenn jemand möchte und das sich dafür interessiert, dann kann er ja hinten im Video dann ein Foto davon machen oder irgendwie so. Genau. Das war mein rundpassend Pullover. Also Fazit, super doppelfädig zu stricken, weil es geht echt schnell. Es hat eine schöne Dicke, eine schöne Haptik. Das Garn dafür ist wunderbar, das Sockengarn. Auch, dass es hier Streifen hat, gefällt mir richtig gut. Also die ganze Art würde ich wiederholen, aber für jeden, der es nachmacht, verzichtet auf ganz dunkle Streifen. Besonders, wenn die restliche Wolle sehr hell sein sollte. Strickt ihr alles tendenziell mit dunkler Wolle, ist natürlich nicht so dramatisch, aber gerade so ganz dunkle Grün- und Rottöne, die bluten eigentlich immer aus. Da gibt es, ich habe immer den Eindruck, als gäbe es so ein paar Farbpartikel, die einfach nicht in Wolle rein wollen. Bei vielen Rottönen kommt immer so ein ganz bestimmter Roséton. Das ist nicht ein, ich habe immer das Gefühl, es ist immer dasselbe Roséton, der übrig bleibt und der sich auch immer auswäscht, egal welchen Rotton man färbt oder Violettton. Es ist so ein ganz bestimmter Roséton, der übrig bleibt. Beim Türkis gibt es auch. Türkis, da geht alles rein, aber ein bestimmter Ton bleibt immer übrig und das ist auch der, der ausblutet. Und bei diesen Grünen hier, das ist ja so ein Thiel-Grün, da gibt es auch, also Thiel blutet eigentlich auch leider, wenn es so kräftig gefärbt ist. Wenn es leichter färbt, nicht, aber wenn es so ein kräftig satter Ton ist, leider färbt er aus. Ja. Schade, schade. Also gerade, ich halte es nochmal hin, die Minis gefallen mir richtig gut. Wenn ihr die wollt, eben Katinchen Yarn hatte. Genau. Verzichtet auf den dunkelgrünen. Die anderen haben nämlich überhaupt nicht gefärbt. Die anderen hatten kein Problem. Nur der dunkelgrüne hat Ärger gemacht. Ja, so, dann habe ich das euch erzählt. Was fehlt denn noch? Fehlt noch was? Nee, beim Gestrickten haben wir es schon. Das war's schon. Mehr habe ich nicht gestrickt. Ja, in so 2 Wochen kriegt man ja auch nicht die Welt gestrickt, gell? Was ich noch habe, ich kann euch noch ein bisschen Wolle zeigen, die gerade im Shop ist oder die jetzt dann noch reinkommt am Wochenende. Und ja. Und dann, danach zeige ich noch, was ich geschenkt bekommen habe. Also machen wir mal zackig die Wolle. Nee, zackig, zackig. Hier habe ich zum Beispiel auf Balance gefärbt. Ich habe sie freundlich genannt. Diese Färbung hier. Ich finde, freundlich passt es gut, weil die ist so richtig schön. Ja, freundlich eben. Also mit der kann man Pullover stricken, Jacken stricken, Socken stricken, was ihr wollt. Mützen, Stulpen, alles. Genau. Also gerade auch ihr als Tuch findet ihr auch wieder, würde die wirklich schön, glaube ich, rüberkommen. Die sieht irgendwie freundlich aus. Ja, freundlich ist schon der richtige Name. So warme Frühlingstöne, nicht so dick kühlen, sondern das sind so warme Frühlingstöne irgendwie. Ja, so würde ich es bezeichnen. Genau. Machen wir wieder hier. Also, das hier ist freundlich. Und dann habe ich noch Mitgefühl. Mitgefühl habe ich auch auf der Balance gefärbt und das sind richtig schöne, ein schönes Grau mit farbigen Bereichen. Und weil das so ein warmes, freundliches Grau ist im Gesamten, habe ich, irgendwie hat es mich an Mitgefühl erinnert. Genau. Und ich finde auch, das hier ist sehr schön tragbar als Tuch zum Beispiel. Ja, ich kann mir als Tuch, solche Farben gehen immer als Tuch natürlich. Auch in Kombination mit anderen Strängen. Auch hier beide gemeinsam.
Na, sieht die Cat im Weg? Das könnte ein schöner Fade sein, zum Beispiel. Ja, man könnte noch so Rottöne dazu nehmen. Also da kann man tolle Sachen draus machen. Oder ich habe hier noch so einen Flausch. Hier, das ist Suri-Flausch heißt die. Das ist 74 Baby-Alpaka, 26% Maulbeerseide, Non-Superwash, 300 Meter auf 50 Gramm. Das ist in 50 Gramm. Und ist ein richtig schöner Kuschel-Superflausch-Traum. Drum Suri-Flausch. Ja. Kann man mit ins Bett nehmen. So ein richtig schöner Kuschler. Auf jeden Fall kann man damit kombinieren natürlich. Oder auch damit. Ich habe das auch nochmal so ein Bärenton, Bärenherz. Das hier ist jetzt auf der Vierfach High Twist gefärbt. Finde ich auch sehr schön. Auch das könnte man kombinieren. Wenn man es flauschig möchte, aber mehr so Ton in Ton. Die würden auch sehr schön harmonieren. Ja. Ah, da hätten wir schon wieder, da juckt es schon wieder in den Fingern. Genau, was haben wir denn wo? Ah ja, hier, das kommt auch noch in den Shop. Pfingsterrose heißt sie, die schöne hier. Das hier ist wieder Assigned Pooling geeignet. Also diese Färbung, da könnt ihr Assigned Pooling damit machen, müsst ihr aber nicht. Genau. Aber ist dafür geeignet und zwar in dem Fall ist der Hauptpart in diesen Rosé-Tönen und der kleine Part grün. Ich mache es einfach mal auf. Haben wir schon länger noch gemacht. Mal wieder den Strang öffnen, machen wir das Etikett nur weg. Dauert immer einen kleinen Moment, bis ich das hergefummelt habe, aber egal. So. Jetzt zeig dich. So, das hier ist der Strang. Das ist ein schönes, kühles Grün. Und hier so ein schönes, so schöne, blumige Rosé-Töne, Violett-Rosé-Töne. Oh, ich muss gerade selber gucken, damit ich was sehe. So ein bisschen Orange-Anteil mit, also so ein Aprikot eigentlich eher mit drin, so dann und wann ein bisschen. Da wird es auch dunkler und dann wieder heller. Also, ich finde es hübsch. Genau, und eben diesen grünen Bereich könnte man, wenn man Assigned Pooling machen wollt, könnte man den hier eben als, ne, geh her, so könnte das, na, ja. Will es nicht. Komm. Lass dich schön herzeigen. Manchmal muss man gut zureden, dass die Sachen mitmachen. Ja. Und jetzt noch gekonnt halten. Naja, so ein bisschen Eindruck habt ihr schon. Na, man könnte eben das Grüne akzentuieren. Und man hätte diese schönen Blütentöne ringsrum. Also wie gesagt, Pfingstrose heißt die Schönheit hier. Und da freue ich mich jetzt schon wieder auf Pfingsten. Ist noch nicht Zeit dafür, aber auf Pfingstrosen, oh, die sind so traumhaft schön. Da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Mache ich später wieder zusammen, aber so, da habe ich nochmal Anstrengung. So sieht er im Ganzen aus. Dieser hübsche. Die Pfingstrose, die kommt jetzt dieses Wochenende in den Shop. Am Sonntag werde ich es reinstellen, ja. Genau, was haben wir noch? Das kennt ihr schon, das auch. Ah ja, da haben wir noch. Da haben wir noch zwei Schönheiten. Ah ja, hier habe ich einmal blau machen. Die habe ich schon im Shop. Die Vierfach High Twist ist das. Das ist so ein schönes Grau hier mit Sprenkeln und allem
und geht über in diese tollen Blautöne. Dieses Garn ist auch Assigned Pooling geeignet. Also ihr könnt damit Assigned Pooling Techniken strecken. In dem Fall würdet ihr den blauen Teil sozusagen hervorheben beim Stricken. Ein Härchen. So. Und der Rest wäre grau oder in diesen Grautönen. Ne? Ist ja nicht ein Grauton, sondern es ist ein vielseitiger Grauton. Dann. Genau. Diese Färbung heißt blau machen, weil ich finde, man kann immer mal oder man sollte auch immer mal wieder blau machen. Und dann habe ich nochmal, die hatte ich schon im Winter auch, Schneeflocke nochmal gefärbt. Das ist so ein schöner Schneeton. Also da denke ich an Schnee eben, an die Vielfarbigkeit im Schnee. Wenn die Sonne in den Schnee scheint, dann glitzert der Schnee eigentlich in allen möglichen Farben. Und das habe ich versucht, aber nur ganz zart. Und darum sind hier alle möglichen Farben mit drin. Aber auch so ein bisschen braun, weil immer mal so irgendwo ein bisschen gestrüppt durchschaut. Und das Blau ist immer, wenn es im Schnee so Löcher hat. Und manchmal kann es so richtig blau schimmern in diesem Schneeschatten sozusagen. Der Schneeschatten ist oft so richtig schön blau. Diese Färbung ist auch Assigned Pooling geeignet. Da würde man auch den blauen Bereich fürs Assigned Pooling nutzen. Und dieses Garn habe ich auch benutzt für diesen Loop, den ich im vierten Video gezeigt habe. Da habe ich es zusammen mit einem Mohair zusammengehalten. Genau. Diese beiden kann man natürlich auch kombinieren. Sehr schön. Die Dawn Barker hat eine neue Anleitung rausgebracht, wo man zwei solche Stränge eben kombiniert und eine Reihe so strickt und eine so. Dann streift sich sozusagen weiß-grau. Also man hat einen weiß-grauen Streifenpulli und macht mit diesen Blautönen die Blüten. So. Oder als Tuch natürlich. Man kann das mit einem machen. Sie hat, glaube ich, zwei neue Tuchanleitungen und auch einen Pullover. Genau. Und bei dem Tuch eben, ne, würde man hier so einen Streifen bekommen in diesen Grau-Weiß-Tönen. Und mit diesen schönen Blautönen würde man dann die Blüten oder so stricken. Falls ihr darauf Lust habt, die wären auch im Shop. Genau. Ja, so lassen wir es mal. Der Rest kennt ihr schon, dass man die Socken wollen. Oder ansonsten habe ich noch dies und das im Shop und ich komme auch noch. Ja, ich muss ja nicht alles gleich jetzt sagen. Es dauert einfach zu lang sonst. Genau, nur so ein bisschen, damit ihr so einen kleinen Eindruck habt. Ein bisschen Appetit bekommt vielleicht, wer weiß. So, jetzt möchte ich mal ich möchte auf die Geschenke eingehen, die ich bekommen habe. Und zwar habe ich tatsächlich diese Woche Post bekommen, gleich zweimal, mit jeweils einer sehr lieben Karte und ja, ein Geschenk einfach so. Ja, bin ganz baff, dass man einfach so ein Geschenk bekommt. Also ich habe mich wirklich beschenkt gefühlt, jedes Mal, als hätte ich Geburtstag. Und selbst an Geburtstag, also wird man oft nicht so schön beschenkt, muss ich jetzt schon mal sagen. Vielen Dank. Ich sage jetzt, ich lese jetzt nicht vor, aber ich möchte einmal der Sabine herzlichen Dank sagen. Schon allein die Karte. Ich weiß, ihr seht es falsch rum, aber schon allein das Kind auf dem Schaf. Also diese Karte, die ist wirklich köstlich. Also schon allein die Karte. Die Karte allein amüsiert mich schon wirklich. Die hebe ich definitiv auf, weil das Motiv finde ich zum Schießen. Vielen Dank, also wirklich wahr. Und danke für die tollen und lieben Worte. Und sie hat mir hier eine richtig schöne und zwar selbstgenähte Tasche beigelegt. Also selbstgenäht. Ich habe es gesehen auf ihrem Instagram-Account. Sie hat die tatsächlich selber genäht. Also wirklich hübsche Vögelchen. Und hier so einen kleinen Maschenmarkierer dran, eine Miezekatze. Und ja, ich habe auch gleich ist hier was eingezogen. Eben hier die Socken, die ich vorher gezeigt habe, die sind gleich mal darin. Ich glaube auch, weil ich so viele neue Taschen habe, musste ich auch neue Sachen anschlagen, weil eine leere Tasche geht ja auch nicht irgendwie, oder?
Das ist die Tasche, also wirklich wunderschön und sie ist selbst gemacht und also wirklich herzlichen Dank. Wirklich, wirklich, wirklich vielen Dank. Sie ist wunderschön. Dankeschön. Gefällt mir wirklich gut. Also die hänge ich gern zu meinen anderen Taschen dazu. Danke nochmal. Also wirklich, man weiß immer gar nicht, was man. Danke ist manchmal einfach, das Wort Danke erscheint einem manchmal zu wenig. Aber weil man es dann auch oft so oft benutzt, dann denkt man, ja, danke, da muss ich doch noch, was sage ich denn noch? Herzlichen Dank kann ich noch sagen. Also wirklich, Dankeschön. Und dann habe ich gestern nochmal Post bekommen. Und also, ja, weiß gar nicht, wie ich anfange. Ich fange auch mit der Karte an. Hier, von der Andrea. Liebe Andrea, herzlichen Dank. Auch für deine tollen Worte hinten drauf. Also wirklich, ich freue mich sehr. So lieb gestaltet alles. Dankeschön. Also, das sind so Geschenke, die so unverdient sind. Die kommen einfach so daher, von irgendjemand, den ich ja gar nicht kenne. Und man kriegt so ein schönes Päckchen. Das ist echt was Besonderes. Dankeschön. Also, bei beiden. Also, ich weiß noch gar nicht, wie ich das einordne, weil ja, das kennt man ja so einfach nicht. Solche Päckchen bekommt man sonst höchstens von der Familie oder von sehr guten Freunden. Dass da draußen irgendwelche liebe Menschen sitzen, die mir so ein Päckchen packen, da, ja, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, außer Dankeschön, Dankeschön. Herzlichen Dank. Es kommt bei mir an und ich freue mich sehr darüber. Wirklich. Und die Andrea, soweit ich das jetzt richtig mitbekommen habe, strickt oder häkelt sie noch nicht so lange. Ich glaube, sie hat erst angefangen. Und sie hat was gehäkelt, ein schönes großes Tuch. Sie hat also Wolle bei mir gekauft, hat ein richtig tolles großes Tuch gehäkelt und hat es mir dann wieder geschickt. Also. Ja, auf jeden Fall hat sie so ein riesiges Tuch gehäkelt mit dicker Wolle. Und also wirklich toll. Das war so schön verpackt, weil sie hat es dann noch mit einem, wo habe ich es hier? Sie hat da so ein extra so ein Bändelchen gehäkelt und außen rum gemacht. Und eine Quaste noch ran gebastelt. Also. Ja, die legen wir doch gleich mal um hier. So. Also, ja, schön. Und das weiß ich schon, das kommt aufs Sofa, weil am Sofa abends friert es mich tatsächlich hier so ein bisschen. Und ich habe zwar meine dünnen Tücher, aber ich wollte schon immer mal ein dickeres haben. Und auch so in der Größe, also wo man sich so reinmummeln kann, wenn es einem so um die Schulter kalt ist. Und drum kommt es zu mir aufs Sofa. Da lümmel ich mich abends definitiv rein, das weiß ich. Das hat tatsächlich da gefehlt. Und darum ist es perfekt dafür. Also schau, so Andrea, so sieht es aus, so trage ich das. So werde ich mich abends aufs Sofa mümmeln, wenn es mir frisch wird hier um die Schultern und an dich denken. Herzlichen Dank. Ja, und die Andrea hat noch viele Sachen in das Päckchen reingetan. Bonbons und auch noch so ein hübsches Täschchen hier. Ah ja, eine Handcreme und Maschenmarkierer. Also so viel, als hätte ich Geburtstag und Weihnachten und alles auf einmal. Also wirklich auch, ja, danke, kommt mir so abgenutzt vor, aber ich danke dir wirklich. Gefällt mir sehr gut. Und es ist was Besonderes, weil jemand das von Hand gemacht hat und es mir geschenkt hat, einfach so. Also, Dankeschön. Und ja, und da eben lauter so kleine Beigaben, ich muss jetzt gar nicht alle reinhalten extra. Das ist eh das Hauptwerk, würde ich sagen. Danke. Herzlichen Dank.
So. Stolz bin ich. Reich beschenkt. So, jetzt überlege ich. Ja, ich glaube, ich habe schon relativ viel aufgenommen. Mache ich noch ein bisschen Strickzeit? Ja, ich glaube, ich hänge noch ein klein wenig Strickzeit hinten dran. Aber ich mache so, ich hänge das hinten ran. Wenn ihr darauf keine Lust habt, dann ist das Video jetzt sozusagen beendet. Ansonsten, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mit mir noch ein bisschen Strickzeit hinten dran verbringen. Alle, die mir zugeschaut haben heute, ich grüße euch herzlich. Ich wünsche euch alles Liebe. Lasst es euch gut gehen. Strickt euch was Schönes. Hüllt euch in Lebensfreude. Und ja, dann gehen wir freudig dem Frühling entgegen, würde ich mal sagen. Ja, also wirklich. Und für alle, die noch Lust haben, ich hänge jetzt dann noch ein bisschen gemeinsame Strickzeit hinten dran. Ansonsten alles Liebe, bis bald, alles Gute für euch. Tschüss! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Ohne Brille geht da gar nichts. So, hallo. Nun zur gemeinsamen Strickzeit. Mal gucken, ob das arg blöd ist, aber ohne Brille sehe ich hier nicht scharf. Also. Ich stricke jetzt hier an meinem Tuch mal wieder weiter. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ein bisschen mit stricken. Ich muss gerade mal gucken. Ja. Aha, aha. Der grüne Faden ist drin. So. Vielleicht habt ihr ja auch einen Tee oder irgend sowas. Ich habe extra hier ein paar Blümchen hingestellt, damit wir es nett und gemütlich haben beim gemeinsamen Stricken. Und weil die Kamera das so nicht einfangen würde, habe ich mir einen Topf geholt, damit es erhöht ist und ihr auch was von den paar Blümchen habt, also Fräschen. Und weil die Knospen noch nicht auf sind, duften sie auch noch nicht, darum könnt ihr nichts riechen. Sonst hättet ihr jetzt einen herrlichen Duft. Aber hier, auch für euch, hier ein paar Blümchen. So, Blümchen auf dem Topf. Ich habe auch ein bisschen Tee. Und ja, und jetzt können wir ein bisschen stricken und mal gucken, was mir sonst so einfällt dazu noch. Genau. Grüner Faden, sagte ich. So. Also hier die Anleitung, also das ist auch was ich mir eben selber ausdenke. Heißt aber auch, es ist nicht so 100% dann perfekt. Würde ich eine Anleitung draus machen, würde ich zum Beispiel den Rand verändern. Weil, ich habe ja hier so ein Dreimaschen Kraus Rechtsrand, nenne ich es mal, was sonst wunderbar funktioniert. Aber durch das, dass ich ja immer den Faden wechsle und manchmal auch zweimal in die Reihe stricke, ehe ich wieder wende, zum Beispiel, macht es ein bisschen Probleme mit dieser Art der Zunahme. Ich zeige das später vielleicht nochmal, weil jetzt geht es gerade nicht so gut hier. Wenn das Tuch mal fertig ist, zeige ich euch genauer, was ich damit meine. Aber ja, also wie gesagt, würde ich eine Anleitung machen oder würde ich es nochmal stricken, würde ich mir zu diesem Tuch, wenn ich es mehrfädig stricke, einen anderen Rand ausdenken, nicht diesen. Hier mache ich ja, ich stricke drei Maschen kraus rechts, dann mache ich in der Hinreihe einen Umschlag und aus der folgenden Masche stricke ich noch zwei Maschen raus. Das heißt, ich nehme zwei Maschen zu, dann stricke ich zu Ende, vor dem Rand zwei Maschen aus einer Masche und mache einen Umschlag und dann kommen die drei Kraus-Rechts-Randmaschen. Das ist die Hinreihe und auf der Rückreihe stricke ich aus diesem Umschlag zwei Maschen und auf der anderen Seite auch wieder. Und also so nehme ich auf der Hinreihe im Gesamten vier Maschen zu. Und auf der Rückreihe nehme ich zwei Maschen zu.
diese Zunahmegeschwindigkeit finde ich gut. Es gibt einen richtig schönen Halbmond. Also die Form ist toll, aber eben ich mache ja immer den Umschlag. Und durch das, dass ich eben nicht so immer stricke, sondern ich stricke so und dann vielleicht nochmal so und dann wieder so und dann so, wisst ihr, was ich meine? Durch das, dass ich die einfade, muss ich manchmal zweimal in die gleiche Richtung strecken, ehe es wieder zurückgeht. Und dann geht es mit dem Lochmuster nicht so schön auf. Das wird so ein bisschen ungleich an der Stelle. Nein, da kann man auch mit leben, ist jetzt kein Drama. Aber es würde vermutlich eine schönere Lösung für den Rand geben. Genau. Aber, ja, so ist es eben, wenn man halt einfach mal drauf losstrickt mit einer Idee. Ich denke auch, wie jemand, der Strickmuster entwirft und sie dann veröffentlichen möchte, wird wahrscheinlich ähnlich vorgehen. Man wird halt erstmal versuchen. Und die erste Variante ist die, um die Idee zu finden. Und die weiteren Varianten, um die Idee auszufeilen, würde ich mir mal so denken. Also ich würde vermutlich so vorgehen. Also, ich, ja. Weil, ja, ich würde mich erstmal von einer Idee tragen lassen, gucken, was passiert, und es dann mit einer zweiten Variante optimieren und die dann erst zur Anleitung schreiben. Ja. Vielleicht mache ich das mal. Ich hätte darauf Lust, auch mal eine Anleitung zu schreiben. Weiß momentan halt noch nicht, wie ich es zeitlich einbaue. Aber Lust hätte ich dazu schon mal. Was strickt ihr gerade so? Das letzte Mal habe ich gelesen, eine sagt, du strickst an dem Tuch, ich an meinen Socken. Oder ein anderer schrieb, ich stricke an meinem Pullover gerade. Ja, also ich weiß, wir stricken ja nicht so ganz in echt zusammen, ne? Ich sitze hier ja alleine, aber scheinbar gelingt es auf die Art und Weise schon so die kleine Illusion von, wir sind zusammen und stricken gemeinsam ein bisschen, und das finde ich schon schön, besonders eben in der Zeit, wo man halt sich nicht so treffen kann. Da ist es so ein kleiner Ersatz, so ein bisschen Freundschaft aus der Konserve sozusagen. Kann man aufmachen, wenn man es gerade braucht. Ja, hat ja auch was. Also könnt ihr gucken, wann es euch gerade danach ist. Man muss sich nicht herrichten, man muss die Bude nicht erst sauber machen. hat alles auch Vorteile, gell? So, jetzt muss ich so eine Masche, hier so eine Blütenmasche stricken, muss ich mal kurz aufpassen. Sonst wird es nichts. Also ich stricke hier so Wickelmaschen, nennt man die vielleicht, keine Ahnung. Ich stricke 5 Maschen, aber aus jeder Masche hole ich zweimal den Faden. Dann lasse ich den Umschlag danach wieder sozusagen von jeder einzelnen Masche fallen. Dann habe ich lange Maschen auf der Nadel und die umwickle ich dreimal. Also der eine oder andere konnte es vielleicht nachvollziehen und ein anderer denkt jetzt, was? Ja. Da müsste ich es jetzt richtig filmen, um es genauer zu sagen, ne? Um es zu zeigen. So müsst ihr es halt so hinnehmen oder zurückspulen und schauen, ob wir es dann nachvollziehen können. Auch ein Vorteil, wenn man es aufnimmt. Wenn da was war, was einen interessiert, kann man einfach zurückspulen. Und wenn da irgendwas ist, was einen überhaupt nicht interessiert, kann man vorspulen oder einfach ausmachen. Geht in der Realität auch nicht so. Das ist dann immer alles unhöflich. So. Ja. Aber trotzdem finde ich es eben schön, ja, dass man schon
auch ein bisschen ein Gefühl von miteinander transportieren kann, von gemeinsam sein. Ja. Aber ich analysiere noch sozusagen. Ich finde, es ist eine neue Art Beziehung. Sie ist ja nicht vergleichbar, wie wenn ihr jetzt oder jemand, du sozusagen bei mir wirklich hier wärst zu Gast. A, hätten wir ein Gespräch. Jetzt halte ich ja einen Monolog. Das heißt, das Gespräch würde anders verlaufen, weil mal du sprichst und Ideen einbringst, mal spreche ich. Und wir würden sozusagen gemeinsam die Gesprächsthemen lenken. Und so bin ich ja hier allein und halte einen Monolog im Prinzip. Ja. Hat Vorteile. Ich habe das Gefühl, ich spreche mich zum ersten Mal richtig aus, sozusagen. Also ich formuliere meine Gedanken eben durch, ohne dass ich unhöflich bin, wenn es zu lang wird oder wenn ich das Gefühl habe, sitzt jemand bei mir, dass ja der andere auch Gesprächszeit braucht. Und oft in einem Gespräch sozusagen bin ich oft der stillere Part. Oft, nicht immer, aber oft. Da bin ich dann doch eher der zuhört, eher. Also kommt ein bisschen drauf an, wer mir gegenüber sitzt. Aber ja. Und kommt drauf an, ob derjenige, der mir gegenüber sitzt, sich für Themen interessiert, die ich habe sozusagen. Oder halt nicht. Damit hat es natürlich auch zu tun. Aber das kennt ihr ja. Das wird ja bei euch auch nicht anders sein, denke ich mal. Ja. Aber so rede ich halt vor mich hin. Ich stelle mir vor, also ich hab Menschen im Sinne, natürlich keine konkreten. Ich kenne ja keinen von euch, aber ich stelle mir einfach liebe Menschen vor, die da auf der anderen Seite sitzen und, ja, und mit mir Zeit verbringen wollen. So. Und das funktioniert dann für mich ganz gut auf die Art und Weise. Weil ich brauche schon eine Vorstellung von jemandem sozusagen, sonst funktioniert das irgendwie nicht für mich. So die Vorstellung, es hört jemand zu. Und es tut ja auch jemand irgendwann mal. Halt dann, wenn einer von euch eben das Video guckt, in dem Moment hört er ja zu. Und drum, irgendwie, ich finde, es ist eine neue Art von Beziehung. Hat irgendwie nicht viel mit reellen Beziehungen zu tun, also wenn wir uns den Raum teilen. Und es hat auch nichts mit einer Brieffreundschaft zu tun, sag ich mal, oder so. Es kommt wieder eine Blume. Muss ich wieder konzentrieren. Moment. Ja, ich mache das halt immer über 5 Maschen des Musters. Also diese Blütenmasche da oder dieses sein Pudding. Drum. Und wickel den Faden 3-mal herum. Und dann geht's wieder weiter. Hammer's. Ja, sieht man nicht eher, sie wollte gerade. Man sieht's jetzt noch nicht so gut. Später sieht's dann so aus. Mein Arm ist ein bisschen kurz. So. Das Tuch wärmt wunderbar, genau richtig gerade. So weit ist es. Ja, das schluckt schon noch 1-2 Knäule, bis es fertig ist. Das ist schon noch, da steckt schon noch, da muss schon noch Arbeit reinfließen. Also 2 Knäule Minimum, würde ich sagen, oder Stränge. Ja. 2-3 vielleicht sogar. Puh. Naja.
Also bei mir ist immer so am Anfang die Euphorie von dem Beginn. Da liegt es mir in den Fingern, da will ich, wie geht's, wie wird es die Idee oder die Anleitung? Man will, also das erste Knäuel strickt sich meist von allein, habe ich immer das Gefühl. Also das erste Knäuel flutscht. Das zweite und das dritte ist so das mittlere, na, je nachdem kann das sich manchmal schon sehr ziehen. Gell? Puh. Kommt ein bisschen drauf an, ob es abwechslungsreich ist oder das Muster, was man eben strickt, oder ob das recht eintönig ist. Also der mittlere Bereich ist schon immer Geduld. Und das vierte Knäuel oder das letzte halbe Knäuel, ganz grob, der ist wieder Endspurt-Feeling. Da will man dann fertig werden, dann denkt man, oh, gleich habe ich es. Wie ist es jetzt? Jetzt will ich es von den Nadeln haben, jetzt will ich es im Ganzen sehen und so. Da kann es dann wieder, da geht wieder was. Da. Also so ist es zumindest bei mir. Ja, solange man den Mittelteil auch irgendwie noch schafft. Und nicht nur angefangene Sachen irgendwo dann nur noch rumliegen hat. Aber irgendwie packe, also ich stricke ja auch gern. Ich stricke auch gern den Mittelteil. So. Das Tuch bleibt oben. Jetzt hat er. Zum Wohl. Ja. Wenn wir jetzt zu zweit oder zu mehrt, dann würdet ihr jetzt irgendwie hier irgendwas, ein Thema in die Runde werfen, gell? Aber ich kann euch noch was erzählen. Ich habe vor 2 Wochen hier in der Wand hinter mir Nägelchen reingekaut, weil zuvor hingen die Bilder an solche Klebehaken. Und dann dachte ich mir, ach nee, weil die Klebehaken, die können auch mal von der Wand fallen. Jetzt mache ich es mit richtigen Nägelchen in die Wand. Das habe ich auch gemacht und habe da munter vor mich hinklopft. Und vor einer knappen Woche lag dann ein Bild auf dem Boden. Da denke ich mir, warum denn das jetzt? Wieso liegt jetzt das Bild am Boden? Und wollte es wieder hinhängen und sehe ich, der Nagel dort, der sieht aber jetzt komisch aus. Der war so ein bisschen, so ein kleiner Nagel, aber der war rostig und hat so eine ganze leicht rostige Nase gehabt nach unten. Dann habe ich die anderen Bilder weggenommen, dann sehe ich die Wandfarbe dahinter, sieht so ein bisschen feucht aus. Und dann sehe ich auch ganz oben so einen ganz leichten Schatten und denke mir, oh Mist. Diese Wand hinter mir hat eine Wandheizung. Und ich, Genie, habe mitten in die Leitung getroffen mit dem Nägelchen. Erzählt es mal einer abends, Freitagabend, dem Ehemann. Der freut sich. Mama mia. Aber mir stinkt es ja selber. Weil, wer muss renovieren? Ja, ich zeig's mal. Achtung. Da oben ist jetzt ein wunderschönes Loch. Und wo man wunderbar die Leitung sieht, als die Leitung, da habe ich mitten rein getroffen. Und dann hat man das natürlich gesehen. Da musste man ja was machen. Es war eben tatsächlich Abend und Wochenende, wo einem das auffällt. Ja, dann haben wir versucht, einen Notdienst zu organisieren. Einen Klempner-Notdienst gibt es ja. Und dann haben wir so eine ältere Dame am Rohr gehabt und haben gesagt, das Problem geschildert und sagt sie, ja, in einer halben Stunde bis 2,5 Stunden kommt der Monteur und so weiter. Und eine halbe Stunde später kriegen wir nochmal einen Anruf von einer jungen Frau. Die sagt, nee, also heute wird es auf keinen Fall was, wir kommen frühestens irgendwann nächste Woche. Mein Mann hat in der Zwischenzeit natürlich ein bisschen da freiklopft und hat natürlich dann auch das Nägelchen bewegt und dann war das nicht so ein Mini-Tropfen, der da rauskam, sondern ein schöner Strahl. Und feiner, aber ordentlich. Und das Wasser lief an der Wand runter.
Und dann haben wir den Nagel ein bisschen anders, damit so ein Bögelchen rausgeht, das Wasser, damit die Wand nicht so nass wird. Und da haben wir einen Eimer drunter gestellt. Und dann sagt die nächste Woche irgendwann, ah, bin verrückt, und dann sage ich, ja, und jetzt, wo kriege ich jetzt einen Klempner her? Wir müssen es halt schauen, ob ein anderer kommt. Und wenn nicht, dann halt die Feuerwehr rufen. Zum Glück ist uns eingefallen, dass wir hier im Ort gibt's einen, der eben in diesem Beruf arbeitet. Und dann ist mein Mann zu dem Nachbarn hin und hat gefragt, ob er uns da helfen kann. Und zum Glück, der kam dann und hat uns hier vom Wasser befreit. Also hat das Rohr durchtrennt und so Muffen oder irgendwas drauf geschraubt, damit es dicht ist. Ja, jetzt muss ich halt, oder mein Mann, vor allem das Haus hat jemand in Eigenarbeit mühevoll, also mit liebevoller Kleinarbeit renoviert mal vor 20 Jahren. Und derjenige hat halt alles Mögliche selber gemacht und dementsprechend individuell ist manches. Und die Wandheizung, wir wissen nicht genau, wo die hier verläuft, wir wissen nur, irgendwo da drin ist eine. Und ja, die Leitung, die ich getroffen habe, macht auch noch so einen Bogen. Wir wissen nicht genau wohin. Jetzt müssen wir das noch großräumiger freiklopfen, bis wir gerade Stücke haben, damit der Klempner da vernünftig was einsetzen kann. Heißt, wir müssen noch ein viel größeres Loch machen, als jetzt da ist. Dann kommt der Klempner nochmal und macht uns neue Rohre hin. Und dann können wir es wieder verputzen. Und wenn es dann verputzt ist, ja, ist das einfach so großräumig. Da muss ich halt den ganzen Raum hier streichen. Ja. Wächst so einen kleinen, ganz dünnen Fallnägelchen. So eine. Ja. Also das mache ich, wenn es mir langweilig ist. Dann schlage ich irgendwelche Nägel in die Wand. Und das ist ja das zweite Mal, dass mir was Ähnliches in diesem Haus passiert. Also wir wohnen hier seit 2,5 Jahren und wir haben natürlich davor irgendwo anders immer gewohnt und ich habe schon immer Nägel in die Wand geschlagen und noch nie habe ich irgendwo was getroffen. Aber hier im ersten Jahr prompt irgendeine Stromleitung. Da muss man auch schon gleich mal ein Loch reinmachen. Ja, es ist halt alles hier ein bisschen individueller verlegt. Ich glaube, wir müssen mal so ein Gerät kaufen, wo man so Leitungen in der Wand irgendwie orten kann, damit es nicht nochmal passiert. Weil es ist halt schon eine ärgerliche Baustelle, wächst ein Nägelchen dann immer gleich hier Motz. Das Trara hier, naja. Und so ein Mann kann ja dann echt krantig sein in dem Moment, gell? Na, ich wär's ja auch. Also hätte es mein Mann gemacht, wäre ich auch krantig. Das ist von dem her. Jetzt habe ich wieder eine Blüte, Moment. 2, 3. Ja. Aber ja, mein Gott. Wird halt mal wieder renoviert hier. Gibt ja auch Schlimmeres. Das ärgert einen ja auch nur ganz kurz eigentlich. Ich stelle mir dann immer vor, das ist gut für den Kreislauf. Bringt mal wieder so alles in Schwung. Ist das eigentlich mit Sport vergleichbar? Nur wenn man Puls hochbringt, sozusagen, müsste doch denselben Effekt haben eigentlich irgendwie, oder? Also alles ist ja dann durchblutet in dem Moment vom Ärger. Ja. Müsste doch unter Sport laufen. Wird schon passen. So. Ja. So ist es. Macht ihr auch solche Sachen, wenn es euch fad ist? Irgendwelche Renovierungsarbeiten provozieren, sozusagen. Ja. Ja, mittlerweile strickt man relativ lang an so einer Reihe. Das ist immer an solchen Tüchern, gell? Also am Anfang hier die kleinen Bügelchen, aber irgendwann ist es halt schon ein Bogen. Also mittlerweile ist es immer schon, weiß nicht, brauche ich 10 Minuten oder länger, aber
Also die Uhr zeigt hier 20 Minuten an. Na gut, ich rede ja auch viel dazwischen. Ich würde jetzt keine 20 Minuten schon an der Reihe stehen, oder? Meine Güte. Ich hoffe mal nicht. Ah, ich hoffe, das liegt daran, dass ich so viel erzähle. Meine Güte, wenn das schon 20 Minuten wäre für die Reihe, ja, wie stricke ich dann hier? Oh, will man gar nicht wissen. Ach, wenn mich sowas dann immer, wenn ich dann immer so ein bisschen Panik schiebe, wie gerade eben, denke, oh Gott, eine Reihe, 10 Stunden oder so, denke ich mir dann immer im Nachhinein, Moment, ein Tuch braucht in der fünften Größe immer 3 bis 4 Knäuel. Und 3 bis 4 Knäuel dauern immer in etwa gleich lang. Und schon relativiert sich das wieder mit der Reihe. Also einfach ignorieren, wie lang eine Reihe dauert. Es geht hier um Knäule. Und ich habe hier bisher... Das ist erst ein guter Knäuel. Das hier. Das ist noch gar nicht mehr. Obwohl es schon so viel Stoff ist irgendwie. Ja. Also es dauert noch. Das ist in etwa erst ein Drittel des Tuches, was ich hier habe. Naja, egal. Normalerweise mache ich es immer so. Ich schaue immer, dass ich ja nicht zu viele offene Projekte habe, weil dann übernehme ich mir nicht mehr fertig. Ich schaue immer, dass ich von jeder Art sozusagen eins habe, wobei das ja momentan nicht stimmt. Also ich schaue immer, dass ich nur ein Tuchprojekt habe, ein Jackenprojekt, ein Pulloverprojekt und ein Sockenprojekt. Wobei die Socken habe ich ja jetzt gerade 3-fach. Aber gut, ist eine Ausnahme. Aber da schaue ich immer, dass ich sage, nee, ein Tuch muss fertig sein, bevor ich das nächste Tuch anfangen darf. Der Pullover muss fertig sein, bevor der nächste Pullover darf. Und die nächste Jacke und so weiter. Zum Beispiel habe ich ja vor längerer Zeit diesen Regen nochmal angefangen. Das ist ja eine Jacke. An der habe ich jetzt in den letzten Wochen nicht weitergemacht. Aber ich kann auch keine neue Jacke dabei anfangen. Also erst müsste ich den Regen fertig machen, bevor ich eine neue Jacke beginne. Darf so, das ist meine eigene Abmachung mit mir. Ja. Bei Socken gibt es so kleine Ausnahmen gelegentlich. Vor allem gerade eben, wenn ich auch färb und wissen will, wie eine Farbe rauskommt, ja, dann ist es ja auch beruflich bedingt. Und ein bisschen scheißen muss ich auch sein, gell? Ja. Aber im Groben und Ganzen ist das schon so. Also ein Tuch, ein Pullover, eine Jacke auf den Nadeln und ein paar Socken. Sollte ich mal eine Stulpe oder so stricken wollen, das läuft nebenbei. Das läuft unter geringfügiges Projekt. Das wird gar nicht gezählt. Das gilt gar nicht als eigenes Projekt sozusagen. Ja. So. Ich würde sagen, ich beende jetzt dann die Reihe und wenn die Reihe zu Ende ist, ende ich auch das Video. Zu lang sollte es ja auch nicht werden. Jetzt kommt wieder eine Blüte. So, ja, bei den Blüten muss man immer ein bisschen beide Seiten sein. Ansonsten kann man entweder nur links oder nur rechts stricken, das ist ja einfach, aber bei den Blüten braucht es so ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber ich finde, ich stricke gern diese Assign-Pulling-Techniken, weil ab und zu kommt eben was, ab und zu braucht es Aufmerksamkeit, es macht einen sozusagen wieder munter, es ist nicht zu langweilig, es passiert immer wieder was. Und dann geht es wieder dazwischen in eine Passage, da kann man im Fernsehen gucken oder sich ein bisschen unterhalten nebenbei, ein Video drehen nebenbei. Ja,
Was ich nicht kann, ist, glaube ich, lesen nebenbei. Also manche können ja stricken und lesen. Ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lese hier. Ja, sobald ich lese, höre ich stricken auf, glaube ich. Ja, das wäre nicht so meins. Podcast hören, das geht schon wieder. Sofern es mich wirklich interessiert. Also, es gibt schon manche. Ah ja, da habe ich gehört, was mich echt amüsiert hat. Ich weiß jetzt nicht, wer das geschrieben hat, da müsste ich nachgucken. Aber der Titel war, dicker Teufel, Umstände halber abzugeben oder so. Ja, dicker Teufel, Umstände halber, in gute Hände abzugeben, glaube ich auch. Ah, ich schreibe es in die Infobox unten rein, wie das Buch heißt. Also, wer es gern humorig mag, Wortwitz mag und ein bisschen was zum Schmunzeln, ist das sehr zu empfehlen. Also, das fand ich sehr witzig, das Buch. Das habe ich als Hörbuch angehört. Ja. Also, seid ihr auf der Suche nach einer humorigen Unterhaltung, der dicke Teufel ist zu empfehlen. Den fand ich toll. So. Das Ende nähert sich. Ja. Und somit fange ich mal an, mich zu verabschieden. Ich wünsche euch wunderschöne Tage und Wochen, bis wir uns wiedersehen. Alles Liebe. Eine gute Zeit, schöne Strickgedanken. Ja, lasst es euch gut gehen, freut euch am Leben. Ja, Moment, ich stricke die Seite zu Ende hier. Die letzten 3,5 Maschen, das ist die Zunahme, und jetzt die 3 Randmaschen. Und jetzt ist die Reihe zu Ende. Und das Video auch. Ich grüße euch lieb, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.